Ja, Teil 6 ist, ich bin alleine in der ganzen Mall hier. Ich weiß auch nicht mal mehr genau, wie ich hier rauskomme, wie ich hier reingekommen bin. Ich bin hier schon gerade unten gewesen, oben gewesen, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich dachte, ich komme hier zu. Und vor allen Dingen unten ist auch keiner. Hier, da, guck mal, da ist links, da. Die Wendeltreppe geht, da ist die Hauptstraße. Ich bin hier, da, glaube ich, aus dem Fahrstuhl gekommen oder da hinten. Ja, Rest Teil 6 jetzt. Hier bin ich hier unten. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich laufe hier alleine in so einer riesen Mall rum und ich suchte eigentlich nur den Hypermarkt. Ich wollte mir eigentlich nur ein einziges Bier kaufen, damit ich jetzt in meiner Frau kann, weil da draußen eine Affenhitze ist. Und jetzt stehe ich hier und auf der ganzen Etage ist nicht mal ein Schwein. Und da sind noch ein paar. Ah, da sind noch welche. So, hier steht Supermarkt da. Jetzt bin ich da runtergelaufen, bin da rumber. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da steht auch Supermarkt. Und dann da runter. Ja. Ich bin immer noch alleine hier komplett. Das ist jetzt Teil 6. Ich hoffe, ich brich das nicht hier. Da ist es Space at One Eye Isla. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht jetzt hier so weit treibe, dass ich noch einen Teil 7 mache, aber dann höchstens Teil 7 noch. Weil zwischendurch geht das Handy aus, weil ich habe zu viele alte Videos da drauf. Mal schauen, ob ich jetzt überhaupt noch irgendwie hier ein Bier kriege. Meine Frau, die hat auch gerade schon angerufen und sagt, wo bist du eigentlich? Ich sage, ja, in Ayala One. Darauf gab es noch keine Antwort. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir fliegen jetzt einfach mal mit der Treppe runter. Da ist der Verkehr da draußen. Ja, ich glaube, das ist hier ein bisschen flotter. Und hier auf der Etage 6 ist auch keiner. Da gibt es 4 Etagen nach unten, 2 Etagen auf der Mitte und 4 Etagen nach oben. Keine Ahnung, wie die das rechnen. Ja, ich weiß nicht, ich bin hier nicht bei UG, weil das passt nicht mit der Hauptstraße. Die sind noch ungefähr 2 Etagen drunter. Wo ist der Hypermarkt? Where is the Hypermarkt? So. Supermarkt, jetzt steht da wieder nach 4. Da geht es aber nicht weiter. Guck mal hier. Die Kolli hat ausgeschüttelt haben, ne? Supermarkt? Ja. Da war ich aber gerade. Ja, da, da. Ja, hier wieder bin. Meine Fresse, wie komme ich hier nach unten? Meine. Was kosten die Television hier? 500 Euro. Der erste 500. 300, der kostet knapp 380 und der kostet 390. Ja, ich weiß nicht, ob das billig ist. Ja, ich rechne das immer um, ich weiß genau, 60 Pesos, 1 Euro. Da kann ich dann immer halbwegs gut auseinanderhalten. So, jetzt hier ist aber nichts los. Ja, pass auf, das wird gleich zu langweilig. Ich mach gleich nochmal Teil 7. Wenn ich mein Bier gefunden habe, mache ich Teil 7 und dann Teil 8, wenn ich nach Hause gehe. Weil dann hat ja echt kein Ruhe. Wer ist der Hypermarkt hier? Das ist ja wieder ein Tennisplatz. Das bringt nichts, wenn ich jetzt hier durch die Gegend filme. Hier. Huawei haben die. Ah, komm, ich mach 4 Minuten voll. Hier überall die scheiß Telefone hier. Das Problem ist, ich muss hier echt mal erstmal rauskommen. Das ist so riesig. Ja, Mädels und Jungs, ciao, ciao.